Wir sind live. Hallo für alle, die schon da sind. Mein Name ist Uschi Fellner. Ich bin die Herausgeberin des Look Magazin und ich darf heute kochen bzw. eine Kochbegleitung machen. Wir sind bei Elenas von Elenas Vienna auf der Praterstraße und neben mir steht die Köchin Elena Leichnitz. Hallo Elena. Hallo, hallo. Wir halten Abstand, mehr als einen Meter. Wir sind behandschuht, wir halten alle Sicherheitsmaßnahmen ein, also keine Angst. Uns geht's gut, uns wird es auch weiter gut gehen. Wir hoffen, euch geht's auch gut. Wir starten um 6 mit unserem Livestream heute. Wir werden eine Buddha Bowl kochen und die Elena wird uns dann genau erklären, was drinnen ist, wie man das macht, warum man das so machen soll. Wir werden Geschichten erzählen zwischendurch. Ich werde die Elena allerhand fragen. Also sie ist die Chefköchin und ich bin die Assistentin, wenn du mich brauchst. Ich bin zur Stelle. Ich kann auch schneiden, Tomaten oder Kräuter oder was immer du mir gibst, mache ich. Und wenn du mir nichts gibst, dann unterhalte ich einfach unsere User mit netten Geschichten zum Kochen und über dich. Und wir freuen uns einfach, dass wir heute die Gelegenheit haben, was wirklich Gesundes für euch zu kochen. Ein paar Minuten haben wir noch. Wir starten erst um 18 Uhr. Wir haben letzte Woche ein sensationelles Weintasting gemacht, auch zum ersten Mal. Ich glaube, du hast zugeschaut, ja, Elena, ja. Richtig? Das haben wir bei Kerstin Schüller gemacht. Kerstin, falls du schon online bist, hallo. Ich habe auch hallo, zwei Kerstin. Weine von dir mitgenommen. Ist sie online? Nein. Ich glaube noch nicht. Sie meldet sich noch nicht. Bei der Gelegenheit. 24 Leute online. Na bitte, hallo. Bei der Gelegenheit möchte ich unseren Digital Operator vorstellen. Das ist ein tolles Wort. Stefan Johann unterstützt uns mit 3 Meter Abstand, mit Gesichtsmaske und Handschuhen und wird die User-Fragen natürlich direkt weiterleiten. Zuerst an mich und ich dann an die Elena, weil die Elena muss kochen. Das heißt, das geht sozusagen über 2 Ecken, aber trotzdem direkt. Das heißt, ihr könnt alles fragen zu allen Produkten, natürlich auch Tipps und Tricks euch holen von einer Profiköchin, die wirklich was drauf hat und wirklich auch über die Nahrungsmittel einfach so viel weiß. Also jetzt nicht nur, wie man sie verkocht, sondern auch, was die bewirken und was da genau drin ist und was da im Körper vor sich geht, wenn man, also ich denke mal, dass du das weißt. Ja, natürlich. Ja, sie weiß das. Das beschäftigt mich. Super. Auf jeden genau. Fall. Genau. Elena beschäftigt sich wirklich seit vielen, vielen Jahren mit Ernährung, mit gesunder Ernährung. Naja, und die gesunde Ernährung ist für uns alle ein Riesenthema, finde ich, gerade in diesen Tagen. Unser Kanzler hat es ja gesagt schon mehrmals, wir befinden uns ja mitten in einem Marathon und ein Marathonläufer, und im Moment sind wir wirklich alle Marathonläufer, muss sich möglichst gesund ernähren, damit er richtig gut ans Ziel kommt. Und auch deshalb bin ich so happy, dass wir heute mit dir kochen dürfen, weil du einfach so viel Wert auf gesunde Zutaten legst. Aber jetzt möchte ich dich einmal kurz vorstellen. Ich werde dich dann noch einmal vorstellen, aber wir haben noch 4 Minuten bis 6, darum stelle ich dich vorab noch mal vor. Elena, woher kommst du und was hat dich nach Wien verschlagen und seit wann gibt es dich hier? Also ich komme aus Rumänien. Ich bin seit 2015 hier in Österreich. Die Liebe hat mich nach Österreich gebracht. Und in der Gastronomie bin ich einfach ausgerutscht. Wir haben einen Betrieb von meinen Schwiegereltern übernommen. Eigentlich bin ich Künstlerin und ausgebildete Pädagogin. Aber ich habe diese Leidenschaft dann entdeckt und es hat mich auch sehr interessiert, dann mit der Zeit, wie geht das, wie funktioniert das überhaupt, wie kann man kochen mit gesunden Zutaten, mit Gewürze, ohne fertige mhm. Zubereitungen. Mhm. Das war ein Rätsel jahrelang für mich und ja, ich glaube, es ist gut gelungen mittlerweile. Ich habe viele Geheimnisse entdeckt. Und ich arbeite weiterhin dran.
Super. Schön. Neue Sachen. Super. So. Super. Elena ist eine richtig coole, tolle Start-up-Unternehmerin. Und wir müssen wirklich alle jetzt auch zusammenhelfen und diese tollen Startups unterstützen. Weil euch gibt es ja auch noch nicht so lange hier. Ihr habt vor zwei Jahren hier euer Lokal, ein Takeaway eröffnet, wo man aber auch reinkommen kann und die guten Bowls auch genießen kann vor Ort. Und das bringt mich gleich zu einer tollen Aktion, die ich euch bei der Gelegenheit erzähle. Im Look-Magazin haben wir online natürlich jetzt, also das Look-Magazin gibt es jetzt natürlich auch als Digitalausgabe, gratis übrigens auf looklife.at. Könnt ihr euch das Seite für Seite anschauen oder natürlich auch in der Trafik wie bisher. Und wir haben eine Initiative gestartet, die, glaube ich, wirklich sehr wichtig ist. Sie heißt Support the Locals. Das heißt, stärkt bitte die heimischen Betriebe. Geht in heimische Betriebe einkaufen, lasst euch von heimischen Betrieben Essen liefern, unterstützt die kleinen heimischen Betriebe. Wir brauchen das jetzt wirklich alle. Wir stellen als Magazin und als Medium eine ganz, ganz starke Plattform auf allen unseren Kanälen zur Verfügung für Betriebe, wie eben auch Elenas einer ist, um gerade diese kleinen Betriebe jetzt zu stützen. Das heißt, die kleinen Betriebe können bei uns auch ihre Botschaften verkünden. Früher hätte man gesagt, Werbung machen. Wir verstärken diese Werbung noch, indem wir sie auf allen Kanälen spielen. Auf Social Media, online und natürlich auch im Printmagazin im nächsten. Das heißt, bitte helft mit und unterstützt mit uns gemeinsam unsere Locals. Das ist Moni sagt, liebe Grüße aus der Quarantäne in Flachau. Also man hört mich hier, haben alle Zutaten bekommen, sodass es losgehen kann. Super, super. Super. Es ist 6 Uhr und wir steigen jetzt nochmal ein. Vielen Dank, liebe Moni. Toll, aus der Flachau, na Wahnsinn, und wir sind in Wien. Also das hat super funktioniert, gemeinsam mit Dance, diesem tollen Bioproduktlieferanten, haben wir diese Aktion jetzt gestartet, dieses Live-Cooking. Und wir kochen heute auch mit frischen Zutaten von Dance. Und alle, die sich bei uns angemeldet haben für ein Kochkisterl, haben dieses tolle Dance-Kisterl bekommen, entweder gestern oder heute, mit allen frischen Zutaten. Und die werden wir jetzt verkochen. Ich begrüße jetzt noch einmal alle. Maria kannst du auch wieder begrüßen. Hallo Maria, wir kennen uns schon vom letzten Mal. Hallo und guten Abend, ich bin Uschi Fellner, Herausgeberin des Look-Magazins und neben mir steht Elena Leichnitz, unsere Top-Köchin von Elenas Vienna. Sie hat ihren Shop, ihr Takeaway, ihr Catering-Unternehmen auf der Praterstraße 16. Genau genommen, wir stehen hier mit dem gebührenden Abstand. Unterstützt werden wir von Stefan Johann, unserem Digital Operator, der mit Maske und Handschuhen ganz hinten steht und eure Botschaften an uns weitergibt. Und die Elena wird direkt antworten, natürlich auf eure Fragen. Ihr könnt alles fragen rund ums Thema Kochen oder auch, wenn euch irgendetwas an der Elena persönlich interessiert, ihr Werdegang, wie sie es einfach geschafft hat, hier zu einer Top-Köchin zu werden und wie sie sich auch aus dieser Krise wieder herausretten wird. Ja, vielleicht hast du die eine oder andere Vision, die du uns dann erzählen kannst, die eine oder andere Idee, weil ich glaube, Ideen brauchen wir jetzt alle. Es ist für uns alle ein großer Change und ich freue mich sehr, dass wir da sind mit euch. Die Frau die Mona Meier. Mein Gott, die Mona. Hallo nach Oberdauer. Also das war ein virtuelles Bussi. Virtuell darf man noch küssen. Über viele, viele Kilometer. 400 Kilometer sind es, glaube ich, ungefähr. Oder ein bisschen mehr sogar von Wien nach Oberdauer. 460, glaube ich. Mona, ich freue mich sehr, dass das Dance Bio-Kisterl auch dich in der Flachau erreicht hat. Obwohl die Flachau natürlich auch, wie so viele andere Orte, jetzt unter Quarantäne steht. Ich freue mich wirklich, dass du heute mitkochst und die Flachau und Oberdauern hier vertrittst in Wien. Und wir kochen gemeinsam mit euch heute.
So, und ich glaube, jetzt ist es an der Zeit, dass ich einmal die Produkte vorstelle, die wir von Dance bekommen haben, die im tollen Kochkistel drinnen waren. Ihr habt von uns bekommen den Babyspinat. Wir kochen heute, Elena, für 4 Personen, richtig? Ja, ja, ja. Genau, den Babyspinat. Mit den Kids. Ah, hallo, super, hallo Mona und Kids. Kinder. Die Kinder kochen, die freuen sich wahrscheinlich schon aufs Tofu. Das ist so gesund und so gut und schmeckt eigentlich noch besser als Fleisch. Und viele sagen, es ist gesünder. Also Tofu, wird uns die Elena dann auch viel drüber erzählen, war im Dance Bio-Kistel eine frische Avocado, Erdnusssoße. Dann haben wir hier Gewürzsoßen. Was ist das eigentlich genau? Wir haben ein Sesamöl und wir haben noch eine Sojasauce. Das ist eine ganz besondere, eine indonesische Version. Ist ganz süß. Das ergibt dann diesen Geheimgeschmack, was man in unsere Buddha Bowls schmeckt. Quinoa, das ist sozusagen... Genau, das ist die Grundlage der Buddha Bowl. Getreide, die sehr proteinhaltig ist. Und ein gerösteter Sesam, den haben wir persönlich geröstet und verpackt für euch. Von Elena gerösteter Sesam, dann haben wir einen Granatapfel, den werde ich klopfen und euch zeigen, wie man das richtig klopft. Klopft und öffnet. Und öffnet, ja. Auch eine Geheimwissenschaft. Und dann haben wir hier noch Karotten, ich glaube Tomaten, jawohl, Radieschen und Koriander. Der Koriander kann sein, dass er nicht bei allen richtig frisch angekommen ist. Bitte, das liegt nicht an Dance und es liegt auch nicht an uns. Wir haben uns wirklich wahnsinnig bemüht, diese frische Kette aufrechtzuerhalten. Es liegt am Koriander, weil der einfach irrsinnig empfindlich ist. Genau. Ja. Also wenn ein Koriander nicht sofort eingekühlt wird, dann lässt er ein bisschen hängen. Ja? Und bei der Gelegenheit möchte ich mich auch entschuldigen, falls das eine oder andere Gemüse nicht ganz, ganz knackefrisch ist. Auch das liegt nicht an Dance und es liegt auch nicht an der Kühlkette, sondern es liegt natürlich daran, dass einfach doch mehrere Stunden bei der Auslieferung nötig waren und unsere flinken Fahrer und Fahrerinnen wirklich durch ganz Wien gedüst sind seit 2 Tagen und da kann es ab und zu vorkommen, dass dann einer halt eine Karotte kriegt, die nicht mehr ganz so knackig ist. Wir entschuldigen uns wirklich, wenn bei euch das Gemüse nicht ganz, ganz knackefrisch ist, dann lassen wir uns ein Goodie einfallen für euch. Also wir vergessen nicht auf euch, wir werden euch entschädigen, ganz bestimmt. Ich würde aber trotzdem empfehlen, den Radieschen und die Karotten einfach in kaltes Wasser einzulegen, eventuell mit einem Eiswürfel. Und das wird sich in so halbe Stunde maximal wirklich? Wieder. Ist das ein Trick? Ja, bei Radieschen überhaupt, die sind dann sofort wirklich? Wieder. Ja. Geht das mit dem Koriander auch? Es geht auch mit Salatblätter, zum Beispiel mit kaltes Wasser, Eiswürfel, manchmal mit Zucker noch dazu. Und in einer halben Stunde hat man wieder alles. Das ist toll. Geht das mit faltigen Gesichtern auch? Das wäre was. Das wäre doch schön eigentlich. Aber es ist ein guter Trick. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Eiswasser, dass das sofort... Ja, ein paar Eiswürfel und man kann regenerieren. Okay. Alles. Gigi es ist wegen der Feuchtigkeit. Hallo Gigi, hallo Andreas, hallo Thierry, ihr kocht mit, höre ich gerade, super, wir freuen uns. Ich hoffe, euer Gemüse ist knackefrisch und alles ist gut bei euch gelandet. Und ich freue mich aufs Kochen mit euch. Und bei der Gelegenheit möchte ich auch die Elisabeth begrüßen, Elisabeth Edhofer vom International Women's Forum. Das ist eine internationale Frauenvereinigung,
die Führungsfrauen aus allen Ländern vereinigt und zum Austausch bewegt. Und die Elisabeth kocht heute mit internationalen Frauen, die sie wiederum per Zoom zugeschalten hat. Das heißt, sie kocht sie doppelt und übersetzt auf Englisch das, wow, was wir hier reden. Vielen Dank, Elisabeth, und euch kochenden IWF-Frauen. Ich freue mich sehr, dass wir so international besetzt sind heute und dass ihr dabei seid. Hallo aus Hornstein, schaut bitte rüber. Hallo aus Hornstein, Conny. Ja, und dann gibt es noch eine, die Anna Lakatos, Frauenpaar. Die Anna, Anna. Ich bin schon gespannt, ah, die kennst du. Hallo, sehen. Ja, die Anna, natürlich. Liebe Grüße. Liebe Grüße, Anna, schön, dass du da bist. Super. 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 Wir machen, also wir, Elena, ich rede ja nur, Elena macht heute Buddha Bowls. Und jetzt interessiert mich eigentlich überhaupt dieser Begriff. Warum heißt die Buddha Bowl Buddha Bowl? Ich würde ja sagen, weil Buddha ein Mensch oder ein Mensch ist, der glücklich ist oder glücklich war. Und deshalb würde ich sagen, ist da die Assoziation, die Buddha Bowls machen glücklich, wenn man sie isst. Also das wäre jetzt meine simple Erklärung. Das ist eine gute Erklärung, ja. Du hast vielleicht eine andere. Sehr gut. Ja, unsere Credo ist, in diese Schale einfach das Beste zu nehmen und das zu verarbeiten in höchste Qualität, um die Kundschaft glücklich zu machen. Es steht aber eine kleine Geschichte auch da hinten. Also angeblich Buddha hat sich immer von Nachbarschaft in eine Schale Zutaten geholt für sein Essen. Das, genau, deshalb, das ist wahrscheinlich, das ist natürlich die bessere Geschichte als meine, vor allem ist es wahrscheinlich die wahre Geschichte. Meine ist die journalistisch interpretierte Geschichte und deine ist die wahre Geschichte. Das hat was. Der Buddha wird einfach sich mit seiner Schale verschiedene Zutaten geholt haben und heute gibt es die Buddha Bowls und die symbolisieren einfach das Beste vom Besten. Und Hauptsache, sie machen glücklich. Das ist wichtig. Das glaube ich auch. Und ich habe es zuerst erwähnt. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir jetzt Dinge essen, die uns glücklich machen. Unser Kanzler hat es gesagt, wir rennen derzeit alle einen Marathon, zumindest einen innerlichen, einen Stressmarathon, und Marathonläufer müssen gut essen und müssen sich gut ernähren. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass wir uns positive Energie zuführen. Naja, wie macht man das? Mit guten Gedanken, aber vor allem mit gutem Essen. Also das Essen ist der Hauptmotor auch für die guten Gedanken und dafür, dass wir gut funktionieren, auch in diesen Zeiten, und dass wir zuversichtlich bleiben und positiv bleiben. Und deshalb ist es so wichtig, was wir essen und was in dem Essen drin ist. Und Dance ist überhaupt, die Dance sind genial. Steht wirklich für geniale Saisonalität. Qualität. Ich glaube, ihr arbeitet ja auch mit Dance. Ja, sie nehmen generell Gemüse aus Österreich hauptsächlich. Wichtig, support the locals. Richtig, das ist das Wichtigste an heute, an diesem Tag, dass wir das... Unterstützen wir die österreichischen Unternehmer. Ja. Meiner Erfahrung nach, das... Dann machen wir weiter. Stell dir mal vor, was du machst, jetzt mal kurz. Genau. Elena? Also, ich bin die Elena. Wir sind hier in meinem Geschäft. Wir machen Buddha Bowls. Das sind einfach gesunde Schalen mit gesunden Zutaten zum Mitnehmen. Für Büro, für zu Hause, je nachdem. Für Leute, die im Stress sind und keine Zeit haben und sich trotzdem gut ernähren möchten, um gute Leistung zu bringen. Genau. Jetzt wichtiger denn je, gute Ernährung, dass wir uns Gutes zuführen, dass wir uns Food zuführen, das uns glücklich macht und das uns gut tut, und genau deshalb kochen wir jetzt die Buddha Bowls. Das dauert normalerweise ungefähr 20, 25 Minuten. Wir werden aber bis um 19 Uhr auf Sendung bleiben und euch sozusagen bis 19 Uhr kochend begleiten. Normalerweise könnt ihr es schneller machen, ist gut zu wissen für die Zukunft. Ja. Ich bin auch froh, wie du drauf kocht.
Wir kommen. Elena, dann legen wir mal los. Wir legen jetzt los. Also wir fangen mal an mit Quinoa. Ja, für zwei Personen haben wir gesagt, 125 Gramm für dich nehmen. Für vier das Doppelte. Wir kochen jetzt schon für vier hier. Wir kochen für vier, ja. Das sind 200 für Braun. Also das heißt die doppelte Menge Wasser. Auf. 250. Beim Quinoa, wenn wir eine Menge haben, eineinhalb Mengen Wasser, nehmen wir da, dafür. Eineinhalb, okay, so genau. Wie beim Reis, da mache ich das auch immer so. Ja. Beim Reis, genau. Quinoa so. Wird ins Wasser geschüttet, da hätten damit wir schon er quellen mal. Kann. Quinoa ist eine Getreideart. Elena, warum ist Quinoa so gesund? Was sagt man eigentlich? Das Quinoa ist eines der gesündesten. Richtig, weil es voller Proteine ist. Ja. Und überhaupt für Sportler ist das eine Top-Getreide. Mhm. Man bleibt fit und in Form. Mhm. Weil in Form heißt, es sättigt lange. Es sättigt lange und hat nicht so viele Kalorien. Genau, und es ist nicht schwer. Mhm. Es fällt nicht schwer, man ist nachher nicht müde. Gibt es eigentlich auch Quinoa-Brot? Quinoa-Brot, es gibt schon Brotsorten, wo Quinoa das, drin ist. Ja, wie viel für vier Personen? Quinoa. Also 125 mal 2, 250. So, wie lang muss der jetzt quellen? 10 Minuten? Wir lassen das auf erstmal, bis das aufkocht. Dann lassen wir 3-4 Minuten kochen. Dann Deckel drauf und einfach ausschalten und so lassen. Ja. Das wird dann fertig, bis wir soweit sind mit den anderen Zutaten. Okay. So. Sehr gut. Gut, Quinoa ist schon bereit, next step. Da würde ich mal den Tofu nehmen, ja, dass wir den nur vorbereiten. Ja. Ich habe hier schon eine offene Tofu, den werden wir mal schneiden. So, wir schneiden bei unseren Buddha Bowls immer alle Zutaten ganz klein und fein mit Liebe, dass das einfach gut einfach zu nehmen ist. Viele ja. essen das mit Fischstäbchen, um das noch langsam, dieser Prozess noch langsamer zu machen, weil das tut gut, wenn man sich Zeit nimmt zum Essen und zum Genießen. Das ist wichtig. Bitte nochmal die Mengenangabe nochmal, bitte. Also für zwei Personen 125 Gramm, für vier Personen 250. Wasser 1 zu 1,5. Beim Quinoa jetzt. Genau. So, und der Quinoa, jetzt sind wir beim Tofu. Der Tofu ist natürlich wahnsinnig gesund. Also mit dem kann man eigentlich nichts falsch machen. Ja, Tofu wird aus Sojabohnen gemacht. Mhm. Und das ist so zählt eine Prozedere. Zählt eigentlich zu den gesündesten und bekömmlichsten Lebensmitteln und mittlerweile auch zu den beliebtesten, glaube ich. Ja, Tofu es kann gibt man ja als Grundlage für alles nehmen. Ja. Genau, es gibt in tausende Variationen, geräuchert, nicht geräuchert, mit Zwiebelgeschmack, mit Kräuter, ein mit Tofu alles Fan persönlich? Magst du Tofu eigentlich sehr? Schon. Also, bis ich das entdeckt habe, war ja nicht der Fall, aber man kann das so gut verarbeiten, dadurch, dass es so geschmacksneutral ist, kann man dann einfach in alle Richtungen würzen, um hier einen Geschmack zu erzielen. Den mache ich heute einfach nur in Sesamöl mit ganz wenig Salz und das ist eigentlich meine Art und Weise immer zu kochen generell. Ich mag nicht sehr viel tausende Gewürze nehmen und so. Ich lasse die Sachen lieber höchste Qualität und den eigenen Geschmack, ganz wenig dämpfen oder im Wok kurz schwenken. Man braucht manchmal gar nicht so viel herum, wenn man richtig, super Produkte hat. Es kommt wirklich auf die Produkte an
Und ihr arbeitet mit Dance auch zusammen und lässt euch auch von Dance beliefern? Mit Dance und mit kleinen regionalen Anbietern. Ja. Der Dance empfehle ich als Privatkunde, weil man bekommt alles Mögliche überhaupt, wenn man sich vegan ernährt oder vegetarisch. Man bekommt einfach alles. Alles auf einem ja, Blick. Ja, genau. So, ja. Quinoa hat schon angefangen zu kochen. Da mache ich einfach kleiner. So, ich lasse noch weiter kochen. Sehr gut. Du kannst mir ruhig was geben, gell? Also ich kann was schneiden. Oder ja, dann kann ich dir die Tomaten dann ja geben. Ja, dann gehe ich darüber, damit wir einander nicht zu nahe kommen und schneide. Und wie magst da du sie habe ich für dich ein dann Messer. Wie auch so in kleine Würfel am besten. Würfelig geschnitten. Ja. Das habe ich immer am liebsten gemacht und mache ich eigentlich bis heute wahnsinnig gern beim Kochen, die Dinge schneiden. Ich würde dir empfehlen, unter dem Brett so ein Tuch zu geben, da rutscht ja dann nicht. Da habe ich für dich eine. Dankeschön. Genau, gut. Das ist unsere Geheimnis ja, in der Küche, das ja, ja, ist sehr wichtig. Genau, wenn es rutscht, dann schneidet man sich leicht, Finger nach innen. Schaut doch relativ professionell aus, oder? Also mit Betonung auf relativ, sage ich jetzt mal. Ich bin natürlich nicht gewohnt, muss ich ehrlich sagen, mit Handschuhen zu arbeiten. Das fühlt sich schon anders an als ohne, so wie sich ja auch das Leben ohne Maske anders anfühlt als mit Maske, aber auch das wird vergehen. Elena, was sagst du? Auch da müssen wir durch. Ja, das wird auf vergehen. Jeden Fall vergehen. Der Frühling Wie motivierst kommt. Du dich denn jeden Tag? Indem ich mich auf irgendetwas freuen muss. Da nehme ich mir etwas vor. Ich muss neu, was Neues entdecken, ein Rezept oder irgendein ja Dressing. Irgendwas. Ich probiere das aus. Neue Zutaten. Ja, und mit meiner Tochter, das zu kuscheln und mit dir. Ja, Kinder sind super. Sie gibt also so viel. Ich finde, gerade kleine Kinder sind super in dieser Zeit. Ja. Ich meine, kann natürlich auch nerven, mit denen eingesperrt zu sein, aber eigentlich sind sie super, weil sie einen immer auf das Wesentliche zurückführen. Also ideal wären jetzt Kinder so zwischen 3 und 6. Das kann man sich leider nicht aussuchen. Das kann man sich nicht aussuchen, genau. Aber ja, Kinder sind lieb in der Niki fällt da schon jeder zu. Alter. Na, hallo Niki, ich freue mich, dass du dabei bist. Ich versuche gerade eine Tomate würfelig zu schneiden. Der Niki, muss man sagen, hat seine Mutter noch nicht... naja, das stimmt jetzt nicht. Nein, du hast mich schon oft kochen gesehen, aber noch nie mit Handschuhen kochen gesehen. Das ist neu. Und ich sag dir, das ist gar nicht so einfach. Der Nick ist übrigens ein toller Koch, der vor allem von seiner Oma das Kochen auch gelernt hat und vielleicht ein bisschen von mir, aber mehr von seiner Oma. Und sich ganz viel auch selbst angelernt Anelia hat. Anelia schaut auch zu, der Chef. Ah, hallo Anelia. Ich glaube, du bist eine tolle Köchin. Ich weiß, dass du eine tolle Designerin bist. Aber nachdem du handwerklich so gut bist, bist du sicher auch eine tolle Köchin. Ich freue mich, dass du bei uns bist und mit uns kochst. Eine gesunde Buddha Bowl. Schick Busses. Danke. So, ich bin auch schon fast durch mit dem Schneiden meiner 4 Tomaten, die übrigens knackefrisch sind, also die sind wirklich super. Aus dem Dance Bio Kisterl direkt hier zu Elenas hergeliefert. Es tut mir leid, aber in diesen Zeiten ist auch das Internet offenbar komplett überlastet. Es funktioniert nichts, wie es sollte.
Und ich kann mich nur entschuldigen und hoffen, dass ihr uns trotzdem treu bleibt. Ich habe in der Zwischenzeit die Tomaten geschnitten, die Elena hat sie in die Bowl gegeben. Genau, die sind schon hier vorbereitet. Ich würde schon Quinoa, weiß ich nicht, wie weit ihr seid, einfach ausschalten, Deckel drauf und stehen lassen. Dann können wir weitermachen mit dem Dressing am besten. Ja. Das ist eine der wichtigsten Sachen bei dieser Buddha Bowls. Die wichtigste Nebensache, das genau. Dressing, ja. Ich mache jetzt das Rezept für die zwei. Am besten ist ein Glas nehmen. Ja, und oder falls ihr irgendwas für Dressing extra habt, irgendeine eigene Behältnis, einfach holen. Wenn nicht, ein ganz normales Glas. Da würde ich die Erdnussbutter brauchen, Uschi, das ist hinter dir im Glas. Ja, genau, die zwei, alle brauchen wir alle. Und dieses Glas von Rapunzel, das ist auch eine deutsche Marke. Okay. Die Dance hat ganz viele Produkte von Rapunzel. Ja, die eine Biomarke. Für Veganer ist ein... Habe ich schon gesehen. Ein ganz toll. Ich kann auch machen, ich glaube, ich bin gut im Machen. Echt? Ja. So, gut, dann ich nehme einen Esslöffel Erdnussbutter für zwei Personen, bei vier Personen bitte zwei Esslöffel nehmen. So. Dann ein Esslöffel Sesamöl. Doppelt dann bei vier Personen natürlich. So. Aha, wir haben gehört, dass unsere User, der eine oder andere, schreibt, dass eine Tomate fehlt. Das stimmt nicht. Man braucht nur eine für dieses Rezept. Also wir haben mehr genommen, aber genau, wenn ihr für zwei Personen kocht, dann habt ihr eine Tomate bekommen und das stimmt. Wir kochen für zwei Personen. Wir haben hier mehr Tomaten geschnitten. Warum? Damit es für euch einfach ein bisschen besser ausschaut. Weil wir brauchen ja auch schöne Bilder, schöne Streaming-Bilder. Aber das ist das Gute bei dem Bowl. Man kann immer alles anpassen. Wenn etwas fällt, kann man doch was anderes nehmen. Dieser Dressing bindet alle Zutaten und ja, das super. Dann ergibt einen super guten Geschmack insgesamt, egal ob jetzt eine Karotte dabei ist oder genau nicht. So, wir machen weiter. Ich habe jetzt diese Sojasauce, das Süße, seine indonesische Sojasauce, einfach die Flasche vorher durchschütteln und rütteln, aufmachen. 3 Esslöffel brauchen wir davon. Dann brauchen wir die Saft von einer Limette. Limette. Ich mal die Limette. Ich habe eine da. Ja, im Sackerl. Achso, okay, ich habe auch. Auch im Dance-Sackerl war die Limette. Genau. Die Bio-Limette, das sind in eine Limette kommen circa 2 Esslöffel Saft raus, wenn was man das da richtig kann auspresst. Ein Geheimtipp. Einfach die Limette nehmen und gegen dem Brett drücken, damit der Saft sich auslöst. Dann schneiden in der Mitte durch und auspressen. Ich bin ein Riesenfan von alten Sachen, also keine Technik. Ja, ich habe am liebsten eine ganz normale Zitronenpresse oder eine ganz normale Reibe, das ist in einem Haushalt vollkommen ausreichend. Gut zu hören, ja. Und ich tue mir auch leichter. Leichtesten damit, man hat auch nicht so viel zum Abwaschen und Geschirr und so weiter. Die simplen Dinge sind immer die besten. Ja, der Meinung bin ich auch. Vielleicht finden wir ja jetzt ein bisschen zurück zu diesen simplen Dingen. Wenn wir alle wieder auferstehen dürfen und maskenfrei uns bewegen dürfen und wieder ausgehen dürfen und essen gehen dürfen und wieder mit unseren Freunden uns treffen dürfen, dann glaube ich, werden wir auch wieder die simplen Dinge viel mehr schätzen. Wir tun es ja jetzt schon eigentlich, also ich zumindest. Ich freue mich, wenn die Sonne scheint. Ich
freue mich, wenn die Luft gut ist, wenn ich eine Runde drehen kann mit den Hunden. Also ich freue mich über ganz andere Dinge, als ich mich noch vor 3 oder 4 Wochen gefreut habe. Das ist ja ganz erstaunlich, wie schnell das geht. Und ich freue mich sehr auf diese Buddha Bowl heute. Ja, und wir machen weiter. Also Limettensaft haben wir schon. Einfach reintun. Da sind circa 2 Esslöffel. Dann etwas Salz. Also ich nehme einfach so eine Teelöffel Salz. So viel Salz? Ja, wow. Das wird mit Wasser verlängert und... Okay. Ich bin so eine ganz sparsame Salzerin immer. Ich auch. Normalerweise nehme ich Sojasauce, aber jetzt haben wir uns diesen Umständen angepasst. Wir verwenden eigentlich im Geschäft gar kein Salz. Ja. Die Sojasauce ist schon ausreichend. Das ist eine natürliche Salzquelle. Ja. Mhm. Und jetzt würde ich einfach Wasser nehmen, ca. 8 Esslöffel. Ich mache das nach Gefühl. So. Kochst du überhaupt viel nach Gefühl? Nur. Also ich glaube, Kochen ist generell eine Gefühlssache. So, das, wenn du magst, kannst du shaken. Das kann ich auch gut. Schneiden kann ich gut und shaken kann ich gut. Und Dosen öffnen kann ich auch gut. So. Die richtige Shake-Technik ist auch wichtig, wenn ich da jetzt auch einen Profi-Tipp geben darf. Weil also allzu wild soll es nicht sein. Man muss das mit der gebotenen Konsequenz, aber doch auch Sanftheit machen. Wirklich, ja? Also Man muss es mit Liebe machen. Ich shake das jetzt mit Liebe. Und ich glaube, jetzt ist es perfekt. So, super, danke schön. Anusha, can you please dann give me the measurements for the dressing? I broke off, I missed it. Ah, für Dressing, okay. Für 2 Personen. 1 Esslöffel Erdnussbutter, 1 Esslöffel Sesamöl, 3 Esslöffel Sweet Soya Sauce, Saft von einer Limette und Wasser, ca. 8 Esslöffel. Mhm. Avocado, dann habe ich hier schon. Okay, sag es noch einmal, Elena. 1 Esslöffel Erdnussbutter, 1 Esslöffel Sesamöl, ja. 3 Esslöffel Sweet Soya Sauce. Ja. Saft von einer Limette und ca. 8 Esslöffel Wasser. Salz und 8 Esslöffel Wasser. Ich schneide ein Avocado gerade. Normalerweise mache ich immer so. In der Mitte. Messer. Kern raus. Mit einem Löffel ausfüllen. Und dann kleine Stücke schneiden. Mhm. Fertig. Das heißt, du hast eigentlich mit einem Handgriff die ganze Avocado jetzt rausgenommen, ja? Mhm. Ja, es ist einfach nur ein kleiner Trick. Ja, das muss dass man das üben. Schneller damit, geht. Das muss man üben, aber wenn man es kann, dann ist es natürlich die beste Methode, da nicht herumzupatzen. Ja, so Avocado hätten wir auch. Mhm. Dann würde ich noch den Spinat schneiden. Und vielleicht helfen? Kannst du mir die Radieschen schneiden. Die Radieschen sind eigentlich nur da, um eine schöne Farbe zu haben. Warte, du kriegst welche von mir. Aha, okay. Gut. Die sind schon gewaschen. Okay, also die Elena hat ganz am Anfang einen tollen Tipp gegeben, um müde Radieschen wieder aufzuwecken. Das ist ein bisschen ein müdes Radieschen, weil es in der Kühlkette ein bisschen gelitten hat. Man gibt das Radieschen in Wasser mit Eiswürfeln und es erblüht in einer halben Stunde, hast du gesagt, zu neuem Leben. Gell? Genau, ja. Die saugen sich wieder mit Wasser auf. So. Die Radieschen, wie möchtest du sie geschnitten? Ganz, ganz klein? So klein wie vielleicht möglich? Vielleicht einfach nur so durch, so fein. Ja. Aha, okay. Ja. Also, ja, das okay, wäre gut. Schon ausreichend. Ich habe die Radieschen einfach genommen, weil sie eine schöne Farbe haben und weil sie jetzt im Saison sind. Und das macht optisch schon was aus. Ja. Und sie sind auch knackig. Das Auge ist immer mit, wie man weiß. Aber es ist ja auch so, dass rote
Früchte was anderes bewirken als grüne Früchte. Richtig, ja. Dann kommen wir gleich zu dem Granatapfel. Ja, genau. Wenn du schon von Rot redest. Und auch ja. Sehr gesund, richtig? Ja, das ist. Ein bisschen langsamer das Ganze. Avocado eher hart oder weich? Hart. Oder, Elena? Korrigier mich. Avocado, also ein Avocado reift immer nach. Also ich habe hier eine mittelhart, ja. Mhm. Also aber wenn man es aufs Brot als Aufstrich ist natürlich weich angenehmer, aber zum Kochen ist mittelhart besser oder hart. Wir kochen den aber nicht, der wird so in rohen Zustand dazugegeben bei unserem Bowl. Darum ist gut, wenn es schon essfertig sozusagen. Ja. 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 Ich liebe ja Radieschen. Ein Butterbrot mit Salz und Radieschen ist das höchste der Gefühle. Ja, das stimmt. Das besser als jedes Shishi irgendwas essen. Das apropos ist das einfache Dinge. Das ist wieder so wie ein Schnittlauchbrot. Ja, genau. So eine ganz einfache Sache. Das schmeckt immer gut. Ein großer Radieschenbrot-Fan. So, ich glaube, das ist in Elenas Sinn gehackt. Das ist wunderbar. Super. Schau, das ist so schön, dass ich von dir gelobt werde beim Kochen. Ich werde nämlich beim Kochen sehr selten gelobt. Sehr aber selten. Du hast das super gemacht. Als danke, Topping ist das perfekt. Ich sauge diese Komplimente auf, Elena. So, ich mache weiter mit dem Granatapfel. Dankeschön. Das können wir mal kurz hier abstellen. Mhm. Ich zeige euch jetzt, wie ich den Granatapfel schneide. Ich mache einmal in der Mitte einen Schnitt. So. Dann sieht das so aus. Und dann klopfe ich ihn. Es wird ein bisschen laut. Ich nehme am besten einen größeren Löffel oder einen Schöpfer, was man halt bei der Hand hat in der Küche, und einfach klopfen. Das ist ganz einfach. Ah, okay. Am besten die Hand nach unten halten, dass es nicht herumspritzt. Über eine Schüssel? Und, ja. Weil ich tue es immer mit dem Löffel so rauskitzeln. Das ist natürlich viel mühsamer. Ja, das geht von alleine eigentlich. Das viel besser, ja. Das ist ganz easy. Man kann sich da auch ein bisschen abreagieren in Zeiten wie diesen. Also ich empfehle das jetzt auch gleich. Schon? Ja, dann das bitte wunderbar. Ja. Fast alles raus. Auf ich glaube, den Granatapfel einzuschlagen. So, genau, die Wut rauslassen. Mhm, die Wut rauslassen. Falls nicht mehr aushaltbar ist zu Hause. Genau. Bevor man auf vielleicht den Mann einschlägt, auf den Granatapfel einschlagen. Was wir halt alles lernen von dir. Ja, die Pesha sagt, ich kenne ich gar nicht, probiere das Radieschenbrötchen gleich. Anelia, du kennst kein Radieschenbrot? Nein, also bitte, unbedingt. Butterbrot, Radieschen ganz schmal, also die müssen wirklich hauchdünn sein, so dünn du es zusammenbringst, schneiden, bisschen Salz drauf und es ist unfassbar gut. Bitte probier das. Wenn wir wieder dürfen, Anelia, dann lade ich dich auf ein Radieschenbrot ein. Versprochen. Würde ich schon leiden, nein. So, dann nehmen wir diese weißen Sachen raus. Und Granatapfel ist auch schon bereit. Die ungenießbaren Teile des Granatapfels. Genau, das sind diese Kammer, diese Teile. Der Granatapfel ist auch was ganz Gesundes, richtig? Also ich liebe diese Granatapfelbeeren. Ich rühre mir die gerne in einen Joghurt.
und esse sie auch so zwischendurch sehr gern, weil sie so knackig und so frisch sind. Ich habe immer das Gefühl, das tut dem Körper so gut. Das ist, da freut sich der Körper, wenn er so was Knackiges kriegt. Also ja, nicht nur, auch der Granatapfelsaft, das ist genauso gut und gesund. Hat viele Bitterstoffe. Ja, das ist das, was wir im Winter brauchen. Das ist ein Wintergemüse oder Obst. Das weiß ich selber nicht, ob das ein Obst ist oder ein Gemüse. Ich glaube, was für ein Gewächs das ist. Aber ich bin mir auch nicht sicher. Ja, ich glaube, er fällt unter Obst. Jetzt habe ich eine neue Aufgabe zu recherchieren. Gut, dann hätten wir eigentlich alles bereit. Ja. Koriander. Ich habe mir schon vorgeschnitten etwas Koriander für die, die einen guten Koriander bekommen haben. Wenn man jetzt keinen Koriander hat, weil ich habe es am Anfang erwähnt, da hat die unsere Kühlkette in der Zustellung, die erstklassig war, aber trotzdem manchmal um 10 Minuten einfach zu spät war, dazu geführt, dass manche einen traurigen Koriander bekommen haben. Sind wir online? Ja. Ja, alles gut. der Trick ist, den Koriander in Eiswasser zu legen oder in eiskaltes Wasser zu legen, dann erholt er sich gleich. Aber angenommen, man hat jetzt keinen Koriander, was nimmt man stattdessen? Man kann frische Kräuter, so generell kann man das toppen mit diverse Kräuter, je nachdem, was man zu was Hause man hat. Ja. Wir haben aber diese Sesam auch geschickt und das ist schon eine gute Kombi. Da mit schreibt jemand auch, wie schneidest du den Koriander? Das würde mich auch interessieren. Ich habe hier einen Koriander. Den schneide ich komplett. Wichtig ist, dass man hier bei dieser Stängel probiert, bis wo es knackig ist. Wenn anfängt holzig zu sein, dann einfach entfernen diese holzigen Teile. Ja. So. Das haben wir schon weg. Und dann fange ich mal hier so an. Moment. So, einfach hier. Hier am Anfang ganz fein und klein. Und dann gröber. So. Die Blätter sind so fein und empfindlich, man braucht dann gar nicht zu viel schneiden. So, fertig. Und es geht auch ganz schnell. Ja. Ja. Ich verwende die Stiele immer beim Kräuter, auch wenn jetzt ein Rosmarin ist, das lasse ich auf der Seite und die verwende ich dann später irgendwann. Man kann alles schön lagern in Gemüsefach. Mit etwas Küchenrolle, so feuchte Küchenrolle, alles eingewickelt und es bleibt eine Woche lang ohne Probleme. Also nichts wegschmeißen, Gemüseschale, man kann alles, man kann sich ein Gemüsefond kochen. Mhm. Alles wiederverwerten, auch alles, in Zeiten ja. wie diesen, auf das bin genau. ich übrigens auch jetzt gekommen, dass ich ganz viele Resteln wiederverwerte zu neuen Gerichten. Das macht man einfach, wenn man so eingespannt ist zwischen Kundenterminen und Redaktionsschlüssen, vergisst man so viele einfache Dinge, die in der Küche eigentlich selbstverständlich sind. Ja? Und ich muss mich da wirklich selber bei der Nase nehmen. Man kauft dann Neues und gibt das Alte weg und ich habe das jetzt wieder entdeckt, dass das überhaupt nicht nötig ist und auch nicht gut ist. Ja, weil ja, oft diese stimmt, Dinge, die ja. auch länger schon gelagert sind, viel besser und aromatischer sind. Ja, das stimmt. Man muss nicht verschwenderisch sein, man kann alles Mögliche verarbeiten. So, jetzt werden wir noch den Topf und den Spinat kurz blanchieren und dann können wir schon anrichten. Sehr gut. Also jetzt geht es ins Finale. Wir sind gut in der Zeit. Ich warte jetzt noch, sie schärft mir gerade irgendwas da. Ich entschuldige mich nochmal, wir waren zweimal. Meine kleine Tochter findet euch auch super. Schreibt sie Kerstin. Super, danke. Danke, Kerstin. Du hast durchgehalten. Super. Wir waren zweimal kurz offline, aber nur kurz. Sowas wie klein den Koriander, fragt der Dex. Schreib einfach. Sag einfach. Na, der ist nicht also ganz klein. Nicht klein, du kannst mal kurz hier kommen und es näher betrachten. Also,
Das ist ziemlich grob, nur die Stiele müssen etwas kleiner sein. Sorry. So, gut, dann machen wir weiter mit dem Tofu. Für Tofu nehme ich wieder dieses Sesamöl. Das schauen wir uns genau an. Ja, das schauen wir uns bitte an. Genau. Dann können wir... Langsam, er schreibt auch gerade, geht ein bisschen schnell, gerade ist langsam. Okay, dann plaudern wir noch dazwischen ein bisschen. Nein, du kannst schon, aber halt langsam in deinen Bewegungen. So, ein Esslöffel ist vollkommen ausreichend. So, dann Herd einschalten, ein bisschen abwarten, dass es heiß wird. Was hast du jetzt, Sesamöl verwendet? Genau, Sesamöl, ja. Ja. Nimmst du das lieber als Olivenöl? Ich nehme das auch gern. Also ich nehme auch Olivenöl gern. Wir verwenden hier vor Ort Olivenöl für Tofu. Den habe ich jetzt genommen, weil er schon dabei war. Okay. Und außerdem, da bekommt der Tofu so ein bisschen Geschmack und diese Röstaromen von dem Sesamöl. Man kann eine Probe machen. Ja, es ist noch nicht so weit, mein Öl. Also ein bisschen abwarten, also jetzt bis kommt das der ganz Tofu weiß ist. Ins heiße Öl. Genau, das wird nur kurz angeröstet und kurz geschwenkt. Fertig, nicht, man braucht nicht sehr lange. Nur eine vorauseilende Frage, mischst du alle Zutaten dann zusammen oder machst du das so schichtweise? Das machen wir schichtweise zum Schluss. Also ich werde jetzt noch den Tofu rausholen, Spinat auch kurz blanchieren und dann können wir gemeinsam anrichten. Ja, das heißt also, wir rösten den Tofu mit geröstetem Sesamöl an, Fragezeichen. Ja. Genau, ja. Genau, Conny. So, mein Öl ist schon heiß. Ja, jetzt kommt der Tofu hinein. Herrlich, herrlich. Ich beobachte das hier aus dem Hintergrund und finde es schade, dass ich nicht hin darf, aber wir müssen Abstand halten. Ich bin nämlich eine große Nascherin beim Essen. Das ist meine riesige Schwäche, immer beim, also beim Kochen, meine ich. Beim Kochen, ich schaffe es nicht zu kochen, ohne zu naschen. Schaffe ich nicht. So geht es mir auch. Wofür benötigen wir die Karotte? Die Karotte, die habe ich da total vergessen, das war bei dir. Ist noch genau, im Dance-Bio-Sackerl, die genau. Bio-Karotte. What about the carrot? Yeah, that's here. Den können wir auch von Kindern schälen lassen. Und Die schälst du noch, ja? So. Das wird genauso verwendet, aber... Wie gesagt, wenn Karotten dabei sind oder nicht, oder Tomaten, das spielt überhaupt keine Rolle. Man kann bei diesen Buddha Boys einfach nehmen, was man im Kühlschrank hat und Karotte verwenden. Zählt auch bitte zu den gesündesten Lebensmitteln überhaupt. Super, super gut. Vitamin A, Transporteur, brauchen wir alle jetzt auch gut für die Nerven. Nicht nur Vitamin B, auch Vitamin A ist gut für die Nerven. Und es ist kein, wie soll man sagen, kein Großmutter, keine Großmutterweisheit, sondern eine sogar wissenschaftlich belegte Weisheit, dass Karotten die Sehschärfe stärken und wirklich gut für die Augen sind. Ich kann das nur bestätigen. Ich esse manchmal gezielt viele Karotten, wenn ich mir einbilde, wieder schlechter zu sehen durch dieses viele Digitale am Schirm sein. Karotten essen hilft wirklich. Und zwar einfach frische Karotten, also keine Nahrungsergänzungsmittel, sondern echte, gute Bio-Karotten. So, einmal durchrühren, den Tofu noch kurz anrösten und den nehmen wir dann schon weg. Ich mag dabei die Karotten.
hier weg. So. Gut. So, Tofu wäre schon soweit. Einmal eine Prise Salz noch. So. Und fertig. Kann man schon die Ehe tun. Wenn man vorher so viele Leute zugeschaut hat, deswegen ist das Internet zusammengebrochen. Es haben so viele zugeschaut, ja, das ist schön, das freut mich. Ja, das ist super. Ja, ich freue mich vor allem, dass es jetzt wieder funktioniert und dass ihr dran geblieben seid. Ich weiß, das ist nicht selbstverständlich. Ich bin ja auch so ein nervöser Typ. Immer wenn es nicht gleich funktioniert, steige ich aus und bin dann gleich woanders. Aber es freut mich, dass ihr nachhaltige User seid und uns da die Treue haltet. Vielen, vielen Dank. Wir werden uns erkenntlich zeigen mit super, super köstlichen Buddha Bowls. So, und dann machen wir weiter mit dem Spinat. Wir können dieselbe Pfanne verwenden. Wieder ganz kurz dieses Öl. Jetzt habe ich sehr viel erwischt. Wieder Sesamöl. Genau, dasselbe für Spinat. Nur kurz durchschwenken. Sorry, wir waren wieder offline. Die Elena hat den Spinat blanchiert. Erklärst du kurz, wie blanchieren geht? Also ich habe den Spinat nur kurz angeröstet. Das dauert 1 bis 2 Minuten. Blanchieren geht mit gekochtes Wasser. Gibt man hinein den Spinat und dann nimmt man raus schnell und man gibt den Spinat in Eiswasser. So gehört blanchieren. Wir haben nur kurz angeröstet, das ist komplett unnötig, blanchieren und so viele Kochtechniken ist gar nicht notwendig bei dieser Buddha Bowl. Einfach nur kurz anrösten, fertig. Okay. So, ich habe schon ausgeschaltet hier. Ja, und wir hätten schon bleib mal alles. Dran, wir sind jetzt 18 Leute wieder drinnen. Deswegen aber erzähl ein bisschen, was gut ist am Spinat zum Beispiel. Am Spinat, also ich mache den Spinat extra so ganz kurz, weil so bleiben die Vitamine enthalten. Und generell hier bei uns geht es beim Kochen um ganz wenig Dämpfen, Dünsten. Bleibt alles drin. Damit ja. alles drinnen bleibt. Das ist das Gute. Wichtigste bei dem Buddha Bowl. Entweder in Rohqualität, also so wie Tomaten, Avocado und so weiter. Oder kurz dämpfen und fertig. Sonst, wenn man Hühnerfleisch verarbeitet oder Fisch, genauso dämpfen, es ist vollkommen ausreichend. Nur kurz würzen mit seinen Lieblingsgewürzen. Genau. Und genau. Man braucht eigentlich nur einen guten Dressing. Mhm. Das ist alles, was man für Buddha Bowl braucht. Ja. Das heißt, wir sind eigentlich mit den Zutaten fertig beim Präparieren und können jetzt die Bowls machen. Wir können schon anfangen anzurichten. Ja. Wenn du so lieb bist, da sind oben diese Schalen, die große Packung. Ja. Genau, ja. Bitte. Das hier richten, ich habe schon überall. So. Quinoa ist jetzt schon soweit, sollte soweit sein. Ist abgestellt. So, dann gebe ich dir auch eine. So. Wenn man jetzt umrechnet, ungefähr, was hat jetzt eine Buddha Bowl ungefähr so an Kalorien? Nicht so übermäßig viel eigentlich. Ne? Das ist eigentlich ein kalorienarmes, leichtes Gericht, das Energie gibt, nicht beschwert. Genau, das ich würde schätzen so 350. Je nachdem. Wenn ich jetzt so diese Zutaten halt hier nehme, ja. Mit also je Tofu nach Menge natürlich. Es hält sich, aber, ja, es hält sich in Grenzen, ja. Aber es hält sich in Grenzen, ja. Ja. Mhm. Also so, gut für die Linie, gut für den Mind. Genau. Gut fürs Herz und gut für die Seele. So, jetzt rühre ich einfach nur durch in Quinoa. Wie ihr seht, das ist schon geöffnet. Mhm. So, und dann kann man schon anfangen anzurichten.
Also es wird schichtweise angerichtet. Da kommt als erstes zuerst kommt Quinoa. Quinoa. So. Und dann den Tofu nehmen wir. Mhm. Den wieder aber nur angebraten, gell? Genau, nur ganz kurz, eine Minute angebraten. Das war. Mhm. So. Und dann machen wir einfach weiter mit Gemüse. Das ist einfach jetzt der alles. Quinoa, der fertige. Quinoa, genau, ja. Dann nehmen wir Tofu. So. Und dann einfach weiter Gemüse. Dann nehmen wir Karotten. Und alles nebeneinander schön herrichten, damit man die schöne Farbe auch. Ja, das ist wirklich schön. Sieht. Mm. So. Was haben wir noch von Gemüse? Den Spinat. Genau. Dann die Radieschen. So. Mhm. Granatapfel. Mhm. So, dann würde ich das Dressing drauf machen. Also das hier. Jetzt wird das richtig schön durchgefeuchtet. Genau, man kann sich Dressing nehmen, so viel man braucht. Manche wollen mehr, manche weniger. Und on top machen wir immer etwas Crunchiges. Mhm. In dem Fall haben wir den Sesam. Mhm. Man kann aber gerösteter Sesam, den habt ihr im Dance Biopackerl drinnen gehabt. Genau, man kann aber genauso Erdnüsse nehmen oder Röstzwiebel unzählige Sachen. So, das wäre dann der erste Buddha Bowl, bitte schön. Wahnsinn, ist das schön. Bitte. Und für die, die noch Koriander haben. Ja, natürlich. Ja. Für die Korianderliebhaber. Mein Arm wird ganz lang, über einen Meter. Über einen Meter. Es ist hier auch gleichzeitig eine Art Gymnastiksalon. Ja. Zwischen uns. Mit Dehnen und Strecken. Und das ist jetzt die fertige Buddha Bowl. Die schaut fantastisch aus. Und ich glaube, ich werde sie dann auch essen. Ja, wir werden alle essen. Ich hoffe, ihr habt Hunger bekommen. Offline, kannst du nur ein paar Worte machen, was wir gemacht haben. Quinoa, dann das und das. Genau, wir erklären jetzt noch einmal schnell, was alles in der Buddha Bowl drinnen war. Quinoa. Genau, Quinoa, Tofu, Spinat, Karotten, Tomaten, Avocado, Radieschen, Granatapfel, Koriander und natürlich das Dressing. Mhm, genau. Hast du das gemerkt? Ja, selbstverständlich, aber ich sage es jetzt nicht, weil ich sehe es ja, das wäre unfair. Aber ich kann es nochmal wiederholen. Die wichtigste Grundlage ist natürlich Quinoa und der Tofu, das sind sozusagen die zwei Main-Geschichten, die reinkören. Und den Rest kann man komplett variieren, man kann natürlich auch statt Quinoa Reis nehmen und statt Tofu Fisch oder Huhn oder Fleisch. Also ich glaube, da sind der Kreativität überhaupt keine Grenzen gesetzt. Das Schöne ist ja, dass man das zusammenstellt, eben nach dem eigenen Geschmack. Das, was wir heute gemacht haben, ist ein richtiges Energy Food. Wir haben uns auch für dieses Rezept entschlossen, weil wir alle jetzt Energie brauchen, weil wir unsere liebsten Menschen nicht sehen dürfen, weil wir nicht ausreichend hinaus dürfen. Das sind die schlimmsten Energieräuber, die es gibt, abgesehen davon, dass wir auch alle ein veritables wirtschaftliches Problem und hoffentlich aber kein gesundheitliches haben. Ja, also da ist das Wirtschaftliche ja immer noch das Kleinere. Aber wir wollen einfach gesund bleiben, wir wollen unser Immunsystem stärken, wir müssen unsere Immunsysteme stärken und das gelingt mit diesen Zutaten und mit diesen Buddha Bowls. Alles, was da in dieser Buddha Bowl drinnen ist, ist total gesund, energiegebend, für den Körper gut, es tut der Seele gut, es tut uns gut. Deshalb haben wir das heute hier gekocht. Sojasauce kommt wo rein? Sojasauce kommt, wenn man zu Hause hat, kommt in dem Dressing. Okay.
genau. Wie ging das Dressing nochmal, fragt einer. Das noch mal Dressing sagen? Ist mit also ein Esslöffel Erdnussbutter, ein Esslöffel Sesamöl, 3 Esslöffel Sweet Soya Sauce, Saft von einer Limette und etwas Salz und Wasser. Falls man Sojasauce hat, kann man auf jeden Fall Sojasauce nehmen statt Salz. Genau. Mhm. Wir bedanken uns vielmals nochmal bei unserem Partner Dance, der super schnell reagiert hat und uns hier heute sehr unterstützt hat. Vielen, vielen Dank. Ist er auch dein Partner, dein langjähriger? Ja, die besten Zutaten. Genau. Von einheimischen Produzenten. Genau. Und wir bedanken uns natürlich bei dir, Elena. Es war ich danke eine euch, sehr, sehr unterhaltsame und lehrreiche Stunde, die mir wieder auch die Lust, noch mehr Lust aufs Kochen jetzt gegeben hat. Es ist ja, wenn man kochen muss, hat man ja nie so richtig Lust aufs Kochen. Du weißt ja, wie das ist. Aber ja, ich müsste kochen oder sollte kochen. Jetzt habe ich wieder richtig Lust, wieder was Neues auszuprobieren. Und Buddha Bowls werden ab sofort bei uns fix aufgenommen in den Speiseplan. Und noch was ganz Wichtiges, ab heute gibt es ja eine Lockerung, Gott sei Dank, der Sanktionen. Das heißt, man darf wieder selbst zu Takeaways und sich das Essen selbst abholen. Es muss nicht mehr geliefert werden. Das heißt, das gilt auch für euch. Man kann auch wieder zur Elena kommen, direkt Praterstraße 16. Und genau. Sich seine persönliche Buddha Bowl abholen. Und das, auch das, ich sage ja, man freut sich jetzt wirklich auch über solche Sachen, dass man sich einfach sein Essen wiederholen kann. Puppet schreibt, schmeckt super. Wer schreibt das? Die Puppet schreibt. Hi Bucki, super, dass du dabei bist. Schmeckt's super. Und Elena, wir haben gut gekocht. Das wir, ist super. Wir haben gut gekocht. Und die Kerstin sagt, Kerstin Schüler schmeckt auch ausgezeichnet. Super. Super, ich danke das euch, toll. Das ist toll, ihr seid so schnell und ich freue mich, dass ihr schon beim Essen seid. Das ist wirklich, das ist schön, dass Kinder toll. Auch mitmachen, das ist super. Genau. Das ist wichtig, den Kindern Gemüse schmackhaft zu machen. Das Rezept kann man dann nachlesen auf deiner Fernseite und auf Das Rezept werde ich das Rezept könnt ihr auf looklife.at auf unserer Website natürlich nachlesen, genau. Da steht das. Alles im Detail, die Zutaten gibt es unter anderem bei Dance, bei der Elena gibt es genau, die fertigen ja. Buddha Bowls. Genau. Und am Karmelitermarkt kann man sich abholen von kleinen Bauern, ganz tolle Zutaten, ja. Auch am Wochenende, wenn man einmal was Außergewöhnliches probieren möchte. Und bei Dance kann man auch sehr viel vegane Auswahl finden. Genau, genau, genau. Noch einmal der Appell von uns, unterstützt bitte die heimischen Bauern, die heimischen Biobauern, die heimischen Gemüsehändler, die heimischen Unternehmen. Wir werden das schaffen. Ab morgen steht das Rezept dann online. Oder? Ab morgen steht das Rezept dann online, genau. Und ja, bleibt gesund, schaut auf euch, esst gesund, macht Bewegung, soweit es geht. Schaut positiv nach vorne, wir werden das schaffen. Wir werden gestärkt aus dieser Krise hervorgehen. Ich weiß es, ich spüre schon meine Muskeln wachsen jeden Tag. Ja gut, ich mache jetzt auch Push-Ups in Ermangelung anderer Möglichkeiten. Wir werden das schaffen. Wir danken euch sehr, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns nächste Woche wieder zu einem Gesundheitstalk zum Thema Corona, wo ihr Fragen stellen könnt. Wir haben Professor Christoph Steininger bei uns im Streaming-Studio und der freut sich schon sehr darauf, eure Fragen, eure, auch wenn es banale Fragen sind, ihr dürft ihn alles fragen, eure Fragen zu beantworten. Nächsten Freitag am Karfreitag vor Ostern. Also wir sehen uns noch vor Ostern. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Danke, Elena. Schönes Wochenende. Danke fürs Kommen. Danke, dass ihr da seid. Und danke für Kochen. Das hat mich sehr gefreut, dass so viele Interessenten waren. Guten Appetit. Danke, Papa. Baba. Ciao.